Es geht um das Thema Trinkspiele. Kennst du da welche? Ja, klar. Bierpong zum Beispiel. Ja, alle müssen ihr Handy in die Mitte des Tisches legen und wer als erstes danach greift, muss die nächste Runde ausgeben. Ist voll praktisch für Kommunikation und so. Flunky Ball. Oder Bierpong. Das ist aber auch das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. Kommando Bimbele beispielsweise. Busfahrer. Ich kenne eins, da legt man immer so Karten auf eine Flasche, so einen Kartenstapel. Und da muss man immer eine runterpusten, aber immer nur eine. Und sobald halt der ganze Stapel umfällt, dann muss man eben trinken. Pyramide. Bierkegeln, was man glaube ich hier eher so kennt als Flunkyball, aber ich sag, das heißt Bierkegeln. Red or Black. Wir trinken nicht so viel, wir studieren Grundschullehramt. Wald oder Pflicht? Nee. Die 21. Maie. Ja. Maie. Looping Louis zum Beispiel, ist also der Klassiker. Ne? Sowas wie, dass man ein Wort verbietet, immer wenn das Wort dann genannt wird, muss man trinken. Meinst du King's Cup? Ja, genau. Also Flaschen drehen ist ja eigentlich auch unter anderem ein Trinkspiel. Ich habe noch nie, geht so, ich sage, ich habe noch nie und sage etwas, ich habe es noch nie, was ich noch nie getan habe und wer es aber schon getan hat, muss trinken. King's Cup spielen wir auch sehr gerne. Worum geht es bei Trinkspielen? Es geht darum, betrunken zu werden oder andere Leute abzufüllen.